So, hallo zusammen. Ja, aus gegebenen Anlass weisen wir mal zur Sicherheit wieder darauf hin. Und ja, ich habe ja auch schon wieder ein paar Tage nichts von mir hören lassen, aber heute gab es eine kleine Teillieferung. Nee, eine kleine Lieferung mit Kleinteilen von DM Toys. Also DM Toys hat geliefert. Teile sind von anderen Herstellern. Ich zeige es euch gleich mal. Und ja, ich tue erst mal kurz den Karton aufmachen. So, muss doch schließlich auch mal so ein Unboxing-Video machen. So, was haben wir hier? Einmal, ja, das ist die Zugabe, je nach Bestellwert. Bekommt man ja bei DM Toys immer eine Zugabe. Dann haben wir hier, das ist auch aus dem ehemaligen De Augustini Programm. Die sind aber gekauft, die Bäume da von dieser Magazinsammlung Modellbahn bauen, wo man eine Anlage bauen kann. Der sind recht günstig und ich finde so als Deko oder zurechtgeschnitten, kurz als Busch. Finde ich die ganz nett und hübsch. Dann, dass im Pangea Schweizerdorf auch Fahrkarten gelöst werden können, wenn der Schalter zu ist. Oder wenn du ein Nahverkehrsticket brauchst, gibt es nun bald Automaten. Ja, und darauf habe ich gewartet. Auch wenn es ja in bald eine Packstation eines anderen Herstellers gibt. Nee, steht wohl auf dem Kopf. Ah, hat sich die Verklebung gelöst. Ja, Modellbahn Union hat die schon länger im Programm. Auch bedruckt gibt es auch unbedruckt. Beziehungsweise zum selber lackieren. Ich finde sie so, ja, in Einlichtern etwas einfacher. Ich finde sie echt toll. Sie kommt bei mir auch im Bereich des Schweizer Bahnhofs hin. Und dann haben wir noch, was haben wir noch? Was habe ich denn noch? Ach ja, den Touringbus, den gab es auch beim Restpostenbereich. Und demnächst seht ihr das dann alles auf der Anlage. Ja, ich danken möchte ich noch allen Abonnenten, allen Neuabonnenten, allen, die meine Clips liken, anschauen und mal schauen, wie ich am Wochenende Zeit habe. Beziehungsweise Montag habe ich auch frei. Vielleicht komme ich da irgendwann dazu, das eine oder andere noch zu bauen, einzubauen. Und dann gibt es da noch ein Video drüber von mir. So, und zum Schluss gibt es dann noch einen kleinen fahrenden Zug. Ihr wisst ja mit den Epochen und so weiter, nehme ich es nicht so genau. Auch haben sich da zwei amerikanische Wegen eingeschlichen. Ja, und hier geht es dann demnächst weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.